Ich begrüße Sie wieder ganz herzlich hier oben am Tempel, am Gasparinentempel. Gasparine, Ihr Lieblingsplatz. Seit über 150 Jahren wird dieser Platz am Karfreitag geehrt, indem Sänger hier oben stehen. Und was nützen Sänger, wenn keine Hörer da wären? Und Hörer hier, die haben Ihnen wieder ein kleines Programm vorbereitet, was diesem Tag entspricht. Wir wollen alle unsere Sorgen, wir kommen ja, wenn wir den Weg gehen, nicht nur mit Freude am Morgen, heute haben wir es extrem kalt, sondern wir haben auch, was uns belastet, unsere Freunde, denen es nicht so gut geht wie uns, die heute nicht hier da sein können, welche, die an der Wegscheide zum ewigen Leben stehen, die wir mitnehmen. Sie alle wollen wir einschließen und wollen in diese Ostern hineingehen, die nicht mit dem Kreuz endet, sondern mit der Freude der Auferstehung. Seien Sie herzlich willkommen. Wir singen Ihnen ein Lied von Peter Jansen, Selig seid ihr. Und wir schließen Sie alle mit ein. Selig sind Sie, die Sie diesen Morgen hierher gekommen sind. Selig seid ihr, wenn ihr einfach lebt. Selig seid ihr, wenn ihr Lasten tragt. Selig seid ihr, wenn ihr lieben lernt. Selig seid ihr, wenn ihr Güte wahrt. Selig seid ihr, wenn ihr leiden merkt. Selig seid ihr, wenn ihr ehrlich bleibt. Selig seid ihr, wenn ihr Frieden macht. Selig seid ihr, wenn ihr Unrecht wird. Friedrich Fasch lebte 2 Jahre in Greiz am Anfang seiner künstlerischen Tätigkeit und hat hier in Greiz eigentlich nur Trauer gelebt. Sein Kind ist gestorben, sein erster Sohn, seine Frau kurz danach. Ansehen beim Fürsten war auch nicht so toll. Er hat nach 2 Jahren die Stadt verlassen, aber wunderschöne Musik hinterlassen. Und wir singen Ihnen aus einer Kantate einen Choral. Und am Ende dieser kleinen Stunde, halben Stunde, singen wir Ihnen den Schlusschoral aus seiner Passion. Johann Friedrich Fasch, vielleicht kam ihm die Idee hier oben über der Stadt. Stets mein Ende denken, und wenn ich einstens sterben muss, die Seele in Jesu Wunden senken und ja nicht sparen meine
bitten dich, erhöre uns. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten dich, erhöre uns. Steh uns bei. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten dich, erhöre uns. Steh uns bei. Dein Wille in deiner Kreuze.
Liebe Brüder und Schwestern, es ist üblich, ein Segen über die Stadt zu sprechen. Das heißt, ein Segen über die Menschen, die dort leben, zu sprechen. Segen Benedizere, wortwörtlich etwas Gutes sagen. Wir wollen beten für die Menschen, die wir im Herzen tragen, für die Menschen, die gar nicht wissen, dass jetzt für sie gleich gebetet wird, für die Menschen, das sieht ja alles so friedlich aus, die ganz Unterschiedliches erleben. Glück, Freude, so eine Art neutrale Lebenshaltung gibt es auch, aber das Krankenhaus sieht man hier auch, Leid und Kreuz. So möchte ich besonders für die Schwerkranken beten. Ich lade Sie dazu alle ein, vor dem Segen ein Vater unser zu sprechen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Dreifaltiger Gott, so segne die Stadt Greiz, die Menschen, die dort leben. Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Ihnen allen noch eine gesegnete Karzeit und ein frohes Osterfest. Wir enden mit unserem Schlager, den wir im letzten Jahr, Entschuldigung, nicht gesungen haben. Möge die Straße uns zusammenführen und der Wind in deinem Rücken sein. Sanft falle Regen auf deine Felder und warm auf dein Gesicht der Sonnenschein. Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand. Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand. Führe die Straße, die du gehst, immer nur zu deinem Ziel bergab. Hab, wenn es kühl wird, warme Gedanken und den vollen Mond in dunkler Nacht. Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand. Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand. Hab unterm Kopf ein weiches Kissen, habe Kleidung und das täglich Brot. Sei über 40 Jahre im Himmel, bevor der Teufel merkt, du bist schon tot. Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand. Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand. Bis wir uns mal wiedersehen, hoffe ich, dass Gott dich nicht verlässt. Er halte dich in seinen Händen, doch drücke seine Faust dich nicht zu fest. Und bis wir uns wiedersehen,
halte Gott dich fest in seiner Hand. Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand. Thank you.